Neonazis, Reichsbürger, Impfgegner oder Linksextremisten. Laut bayerischem Innenminister versuchen sie alle bewusst, Ängste durch die Pandemie zu nutzen. Und das sogar Schulter an Schulter, wie zuletzt bei der Großdemo in Berlin. Sie alle diffamieren gleichermaßen die staatlichen Schutzmaßnahmen als gegen unsere Bevölkerung gerichtet. Im Internet ist die Anzahl der kursierenden Verschwörungsmythen sehr stark gestiegen. Besonders beliebt ist der Mythos einer geheimen Weltregierung, die angeblich hinter der Pandemie steckt. Gleichzeitig beschimpfen Rechte Migranten als Verbreiter des Virus. Islamisten bezeichnen die Pandemie als Strafe Gottes für Ungläubige. Linke wittern eine Kumpanei zwischen Politik und Kapital, um die Menschen zu entrechten. Demos oder nächtliche Ausschreitungen gegen Corona-Maßnahmen sehen all diese Gruppen als Werkzeug für ihr gemeinsames Ziel, die bestehende Staatsordnung zu Fall zu bringen. Ansonsten ist es so, dass im Bereich der Verschwörungsmythen natürlich Personen sich zusammenfinden, die staatsverdrossen auch sind aus den unterschiedlichsten Richtungen. Extremisten treffen bei den Hygienedemos also vor allem auf Menschen, die ohnehin unzufrieden sind. Es geht nicht primär um Corona. Es geht um diese Anti-Haltung, um diese diffuse Unzufriedenheit mit der Situation, mit der Politik. Wahrscheinlich sind da Menschen, die schon länger unzufrieden waren und die jetzt einfach getriggert sind, sage ich mal. Und Unzufriedenheit ist der optimale Nährboden für Extremisten. Die Corona-Krise sehen sie als Chance, um neue Anhänger zu rekrutieren.